Hallo und willkommen zu meiner 6. Folge von ArkZ. Ja, diese Folge wird jetzt etwas anders werden, weil wir hatten Probleme mit der Höhle. Das ist die Höhle auf der Fleischfresserinsel. Bei Kaguya und mir ist dann jedes Mal das Spiel abgestürzt. So nach vielleicht 10 Sekunden mussten wir dann jedes Mal den Rechner neu starten. Also wir konnten das überhaupt nicht spielen. Ja, und der Einzige, der das machen konnte, war Bobby. Der hatte da keine Probleme. Also wir wissen auch nicht, woran es gelegen hat. Und ich kann euch noch ein paar Ausschnitte von den Vorbereitungen zeigen, wo mir dauernd der Rechner abgekackt ist. Wie gesagt, ich habe sonst bei keinen Höhlen oder sonst im Spiel Probleme, nur bei der Höhle. Okay, also zeige ich euch ein paar Ausschnitte mit den Vorbereitungen, so wie wir es in etwa machen wollten. Und dann habe ich die Höhle in einer früheren Folge schon mal gemacht. Und dann zeige ich euch da auch ein paar Ausschnitte, damit ihr in etwa wisst, wo das Artefakt ist und was wir in etwa vorhatten. Ja, ich hoffe mal, dass dann bei der nächsten Höhle wieder alles reibungslos funktioniert. Das fand ich nämlich schon sehr schade, dass ich euch das so nicht zeigen konnte. Okay, da wünsche ich euch trotzdem viel Spaß. Ach, Moment. Das Artefakt haben wir ja da. Das zeige ich euch natürlich noch. Damit ihr auch wisst, welches Artefakt sich da handelt. Und das ist dann das hier. Das ist das Artefakt des Fressers. Sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, dann wünsche ich euch, wie gesagt, auch trotz den Pannen viel Spaß bei dieser Folge. Ja, heute mit dabei der Bobby. Wir machen heute die Höhle auf der Fleischfresserinsel. Wir bereiten jetzt eigentlich soweit alles vor. Ich habe schon ein Stargate reingebaut. Wir machen jetzt erst einen Abschnitt, bauen dann eine kleine Basis hin mit Verteidigung wegen den vielen Fledermäusen. An sich ist die Insel, die Höhle recht einfach, nur die vielen Fledermäuse sind das Problem. Okay, was wir jetzt so genau vorhaben, das zeige ich euch jetzt. Auf geht's! Nein. Hat geklappt. Okay. Ich möchte jetzt hier zum Beispiel ein paar kleine Brücken hinbauen. Das macht sich dann einfach später besser. Wie gesagt, es ist eigentlich alles okay. Ich hatte jetzt hier am Anfang noch 3 Skorpione. Aber die gingen relativ einfach weg. Ja, das ist schon besser. So, das Ganze. Machen wir hier auch noch mal. Oh, was jetzt? Ja, das ist wie schön festgepuckt hier. Das komplette Spiel musste hat stillgestanden. Boah, ich wäre blöde. Ja. Ich falle jetzt gleich wieder um. Aber immerhin. Ah, da kommt schon wieder eins. Ah, sieht er mich? Ja, das hat er jetzt noch nicht so gut geklappt. Wir brauchen jetzt erstmal einen neuen Plan.
müssen wir jetzt hier erstmal neue Sachen und neue Waffen machen. Das kann eine Weile dauern. Gut. Dann bis zum nächsten Mal, wenn wir es wieder versuchen. Ja, jetzt der zweite Versuch. Mit dabei sind der Bobby und die Kaguya. Ja, das letzte Mal ist das Spiel mir zweimal abgekackt. Da musste ich komplett den Rechner neu starten. Und dann bin ich auch noch zweimal runtergefallen. Und zum Schluss, was man ja nicht sehen konnte, bin ich noch gestorben, eben weil ich nichts mehr machen kann. Ja, ich hoffe, das klappt heute besser. Und ja, das versuchen wir jetzt einfach mal. Nicht, dass ich wieder runterfalle und dann ist wieder alles weg. Ah, es geht nur alles rein. Aber ich kann es ja noch. Was jetzt? Ah, ich hänge wieder. Ich habe mir jetzt hier ein paar Rampen gebaut. Da muss man nicht dauernd springen. Und hier habe ich mir eine Brücke gemacht. Dann gehen wir hier die Brücke weiter. Das ist nur ein kleiner Sprung, das geht. Ja, und hier sind sie Verteidigung. Ich habe da. Habe mir hier einfach vier Geschütze hingestellt. So. Und das Geschütz habe ich eher Richtung Haus gemacht. Falls die Fledermäuse es bisher her schaffen. Und um das Haus ringsrum flattern. Das habe ich beim letzten Mal falsch gemacht. Ich konnte mich also selbst dann nicht verteidigen. Der Seite genau das gleiche. Ein Geschütz direkt zu den Fledermäusen. Und das steht eher Richtung Haus, um uns dann bei der Verteidigung zu helfen. Schütze mal einstellen. Ihr seht, eine Axt oder irgendwas müsst ihr dann schon mitnehmen. Ansonsten kommt er hier zwar runter, aber dann wahrscheinlich nicht mehr hoch. Ja, schon sind wir beim Artefakt.